Ich komme, ich fliege in eine ferne andere Welt. Möchte irgendwohin ins Weltall ein Weltraumreisender sein? Oh! Aber wie funktioniert es? Pedalkraft, Papa Schlumpf. Es wird nicht funktionieren. Nie, nie, nie. Ach, Schlumpf, deine Klappe. Leb wohl. Hui, das ist eine richtige Brise. Ja, das ist richtig. Seht ihr? Ich hatte recht. Ich hatte recht. Ach, arme Traumi. Das Schiff von Astro Schlumpf ist zwar eine Fehlkonstruktion, aber er wird nie wieder glücklich, wenn er nicht zu den Sternen fliegen kann. Nur leider ist das völlig unmöglich. Nur leider ist das völlig unmöglich. Aber es war doch sein Schlumpftagswunsch. Oh ja, und alle Schlumpftagswünsche werden alle wahr, nicht wahr, Papa Schlumpf? Ja, bisher war das bei den Schlümpfen so, solange ich mich erinnern. Kann ich sofort zu den Sternen abschlumpfen? Ja? Kannst du. Aber vorher musst du noch diese Himbeertinktur trinken. Mein Schiff bewegt dich schon. Was ist los mit mir? Ich bin so schläfrig. Schnell, holt den Astro-Schlumpf raus und lasst uns das Schiff auseinandernehmen. You want me to knock you in the head? Well, I want you to swear to God on the Bible that you walked on the moon. Okay. If you walked on the moon, we're given the opportunity to swear to God that you walked on the moon. I'm going to give you the opportunity to get the hell knocked out of you if you don't leave me alone. So why don't you just put the into the record in the argument and put your hand on the Bible, swear to God you walked on the moon. Mr. Cerebral, knowing you, that's probably a fake Bible. Well, you're talking to the wrong guy. Why don't you talk to the administrator at NASA? We're passengers. We're guys going on a flight. We're passengers. We're guys going on a flight. We're passengers. We're guys going on a flight. I don't hit people, but you're going to be on the deck unless you get I'm heading out. I appreciate it. And get the hell out of my house. You really like it, don't you? You're the one who said you walked on the moon when you didn't. Calling the kettle black, if I ever thought of it. Saying Will I misrepresented myself. Get it away from me. You're a coward and a liar and a thief. Der Oberälteste hat soeben eine Vollversammlung einberufen, um die schwerwiegende Krise möglichst sofort beizulegen und dafür zu sorgen, dass Pangea wieder die Arbeit aufnimmt. Zuerst muss geklärt werden, wer für diesen Wirrwarr verantwortlich ist. Dann muss sich der Verantwortliche dafür verantworten. Hä? Oh Mann.
Also passt mal auf. Die Rechtsprechung befolgt Gesetze und Vorschriften, die wir aufgeschrieben haben, damit alle Dinos danach leben. Warum? Was? Ihr fängt schon wieder damit an. Eine Unverfrorenheit! So geht das dauernd, Sie haben's gehört. Ich hab genug. Du meinst, wir sollen ernsthaft versuchen, diese Fragen zu beantworten? Aber ja, das wär's. Wir geben Ihnen das, was Sie wollen. Klare, einfache Antworten auf einfache Fragen. Dann beruhigen Sie sich und gehen wieder an die Arbeit. Aber wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass die Antworten auch wirklich ganz einfach und simpel sind, damit sie jeder verstehen kann. Ja. Selbst noch der schwachsinnigste Vollschwachkopf. Aufgepasst, stellen Sie sich mal vor. Eine riesenhafte fliegende Zauberkartoffel kommt angeschwebt, macht ein paar geheimnisvolle Bewegungen, piff, paff, puff, und die Welt ist da. Na, was halten Sie von der Geschichte, hä? Was, eine Zauberkartoffel? Ich finde, das erklärt überhaupt nichts. Halt, warten Sie. Meinen Sie damit etwa eine gebackene Kartoffel, Herr Dinosaur? Frisch aus dem Ofen mit einem Klecks saurer Sahne und Speckstreifen vom Mastodon. Und Butterflöckchen dazu. Haben Sie gehört? Dieser Schwachkopf hat angebissen. Ich habe das Gefühl, wir sind auf dem richtigen Holz. Ja, Kartoffeln sind überall sehr beliebt. Sie schmecken, lassen sich kochen und braten. Jeder mag sie. Ich glaube, der Rest wird nicht schwer sein. Wenn man etwas mag, dann ist man auch bereit, es zu verlieren. Moment! Der Fall ist damit entschieden. Der Kartoffelismus gibt alle Antworten auf die wichtigen Fragen des Lebens, die uns immer wieder beschäftigen. Die paar Kleinigkeiten, die noch offen sind, klären wir nach dem Essen. Durch das Essen. Aber Sie können doch nicht so einfach hier... Was ist das? Ein Baseball, ein Bowlingball, ein Nein, das ist der Globus der Erde. Hört doch auf. Heißt das, die Erde ist nicht flach? Das muss ich überlesen haben. Oh Mann, er war wohl ziemlich lange in dieser Lampe. Ich muss das nachprüfen.